herzlich willkommen zur Finanzmarktrunde am 22. November 2017. Und ja, herzlich willkommen wieder bei einem DAX, der sich mal wieder eigentlich nach der Vola gerichtet hat. Vielleicht ein Tick zu früh. Es wäre noch ein klein bisschen Luft gewesen, aber der Markt ist schon wieder unter die 13.000 gepurzelt, jetzt noch pünktlich zum Start der Finanzmarktrunde. 12.992 gerade die Indikation, und später im Webinar wird Egmont dazu stoßen, und dann diskutieren wir mal, was denn im Markt alles so ursächlich ist und ja, was wir von Jamaika halten. Das ist heute unser Programm. Natürlich gehen wir kurz auf den Bitcoin ein, weil Ulrich Stephan von der Deutschen Bank hat natürlich gewarnt, der Bitcoin wäre extrem mies und da sollte man vorsichtig sein. Und auf die US-Zinsstrukturkurve gehen wir ein. Genau, da haben wir die Deutsche Bank. Wir gehen zweimal sogar auf PIMCO und die Allianz ein, nämlich auf Mohamed El-Arian, hatte ich ja schon gesagt, möglicher Nachfolger und möglicher Vizekandidat in der Notenbank. Gleichzeitig Joachim Fels, den ich persönlich ziemlich schätze, aus dem Team der Allianz, hat in der FAZ ein schönes Interview gegeben zum Thema Risiken am Markt, die keiner sehen will und ob denn da welche sind oder nicht. Und wir gucken uns natürlich auch an die komische Chartformation, wie ich finde, bei Apple, diese Erholung, die wir da sehen. Tesla haben wir heute gehört, verbrennt ich glaube, es war es pro Stunde oder pro Minute? Ich glaube, es war pro Stunde eine halbe Million Dollar. Pro Minute wäre es wohl ein bisschen viel. Nee, pro Stunde ist es eine halbe Million Dollar. Das ist recht stattlich. Und ja, dann gucken wir noch auf Mario Draghi, der am Freitag ja wieder ein paar Worte gefasst hat. Und. Beginnen möchte ich aber mit. Ja, ich würde sagen, mit dem Chart, der auf der World of Trading, die am Wochenende war und wo wir auch mit Ayondo ja zugegen waren, mit am meisten Verwunderung ausgelöst hat. Das ist der Chart hier, und ich möchte ein bisschen von der World of Trading erzählen, weil das doch sehr bemerkenswert war. Ich fand vom Eindruck her, es war wieder eine World of Trading, sehr viele, ja, zum einen natürlich viele Broker da, zum anderen aber auch ein Broker da, wo man sagt, die gehören. Ja, zumindest in der Wahrnehmung vieler Besucher jetzt nicht in die Kategorie, in die Ayondo gehört, also sprich in die Kategorie seriös, sondern man konnte bei denen feststellen, oh, im Auftritt und so, das riecht nach Bullmarkt, so will ich es mal sagen. Ein Broker, die sich da mit Schauspielern hingesetzt haben und Gordon Gekko nachgespielt haben und so weiter. Man achtet ja auch immer auf solche Signale, und ja, die Messen machte schon einen Eindruck, also es ist sehr, sehr bullische Stimmung mittlerweile auch unter den Privatanlegern, und man hat das beim Vortrag gemerkt. Immer wenn ich so ein bisschen die Charts gezeigt habe, also der hier ging noch, aber wenn dann so ein bisschen es in den Hintergrund ging, der zum Beispiel hier mit Bubbles und so, dann sind doch einige Leute auch weggegangen und haben gesagt, ach komm, Bubbles, das haben wir schon so oft gehört, lass mich da in Ruhe, der Markt steigt ohnehin weiter und Immobilien steigen und so weiter. Übrigens, da gestern in der Welt ein recht amüsant zu lesender Artikel vom Kollegen Chapitz von der Welt eben, der Chapitz Zapfindikator, der hat sich mal angeguckt, wie es denn beim Zapf-Umzugsunternehmen so aussieht, wie da der Fuhrpark voll ist. Und ich habe die Kommentare mir dann mal durchgelesen. Viele haben den armen Kerl dann belächelt und gesagt, ach Gott, was für ein Spinner, auf sowas zu gucken. Ich kann nur sagen, einer der größten Fondsmanager in Deutschland mit Jahrzehnten Erfahrung, der hat mir mal erzählt, wann immer er in Asien ist, ich habe es schon mal hier, glaube ich, auch gesagt, guckt er sich in Hongkong im Hafen an, was da los ist, und daraus leitet er wesentlich seine Anlage und Entscheidungen und Strategien für die kommenden Jahre ab. Und ja, also auf solche weichen Faktoren kann man auch schauen. Dann war natürlich Thema auf der World of Trading auch der Bitcoin-Logo, die Bitcoin-Vorträge waren rappelvoll. Es war interessant zu sehen, dass viele doch unterschiedliche Wissensstände haben. Da kann sich die simplen Fragen, wie kann man überhaupt damit bezahlen, bis auf eine Diskussion auch, die unter einigen Leuten auf der World of Trading zugange war, nämlich welche Technologie ist die bessere und ist der Bitcoin nicht zu gehypt, weil eigentlich technisch andere schon wieder vorbeiziehen. Da werden wir im Dezember ein Spezialwebinar zu machen, so wie es aussieht, denn Ayondo wird auch dann weitere Kryptowährungen bringen.
Es soll jetzt auch den Future geben, das ist so gut wie durch im Dezember. Dann gibt es wohl auch ETFs auf den Bitcoin. Also da wird sich eine Menge tun, aber das war auch eine rege Diskussion und ich hatte den Vortrag auf der WOT damit aufgemacht und habe so spaßeshalber gesagt, so, wir reden jetzt eine halbe Stunde über die amerikanische Aktie von Amgen. Einfach um mal deutlich zu machen, der Bitcoin hat eine Marktkapitalisierung von Amgen momentan gestern McDonald's überholt. Das wäre vielleicht ein bisschen bisschen bekannter noch gewesen, aber da sieht man schon ein ganz kleines Licht noch in Sachen Market Cap. Und Egmont hat netterweise mir dann auch noch geschickt, die Geldmenge M2 und die gesamte Marktkapitalisierung von Gold, gehen wir später noch mit ihm drauf ein. Ja, dann Titelblattindikator. Ich hatte, ich guck mal gerade, ich glaube, ich habe es. Genau, ich habe es hier in meiner Tasche. Wir gucken ja auch mal drauf. Was titeln die Titelblätter? Der Aktionär, Woche 17.11. bis 23.11. In rosa, Quatsch, in rosa, mein Gott, bin ich farbenblind. In orange, die Rallye des Jahrzehnts. Wer jetzt nicht kauft, ist selbst schuld. Diese Aktien muss man haben. Ich hatte es gesagt, 12.389 waren wir vor 2 Jahren im Top Focus Money damals. Aktien können nie wieder fallen. Bei 9.000, ein knappes Jahr später, verkaufen Sie alle Aktien. Auch da macht euch selber ein Bild raus und achtet auf die Titelblätter in den nächsten Tagen. Dann haben wir natürlich noch den Börsengang in Saudi-Arabien gehabt, der manche da bewegt hat und wo man sagte, was machen eigentlich die Araber? Gibt es da irgendwas in Sachen Risiken? Dann, ich habe hier abgetragen, die unterschiedlichen Diskussionen zum Bitcoin und jetzt suche ich mal, ob ich noch einen Chart finde, der auch immer, genau, dieser Chart war auch sehr beliebt, da blieben dann am Stand doch mehrere Leute stehen und haben mal so gespickt und da kam dann auch die Grundthese immer wieder von denen, die dann nach dem Vortrag zu mir kamen, die eben darauf verwiesen, naja, die 10-jährige deutsche Rendite bei unter 0,5, das ist ja alles nicht vergleichbar, die Zinsen sind ja niedrig und wenn man die Immopreise anguckt und in Frankfurt im Westend habe ich gesehen, letzte Woche wurde eine Wohnung gehandelt im Verkauf zu einem Faktor 110, was ist da Faktor 15 beim DAX, also Aktien sind billig aus der Begründung. Das war heiß diskutiert, dieser Chart. Und last but not least, natürlich dieser Chart hier unten links, habe ich auch schon mal gezeigt, aber ich kann ihn gar nicht oft genug zeigen, weil mir der so gut gefällt. Die Tage, an denen der MSCI World um plus minus 1% geschwankt hat, also mehr als das. Und da seht ihr schon, 54 Tage im Schnitt und es hat sich nichts dran geändert. Dieses Jahr sind wir bei 3 Tagen. Die Vola ist planiert und egal, was die Notenbanken machen, meiner Ansicht nach 2018, das wird nicht so bleiben. Wir sehen nächstes Jahr höhere Vola und VEX könnt ihr ja auch bei Honda handeln. Also das, mein Tipp auf jeden Fall, die Vola wird uns nächstes Jahr richtig dolle beschäftigen. Ja, jetzt gucke ich mal, ist das schon, ja, das ist praktischerweise die letzte Folie auf unserer Präsentation. Jetzt gehe ich die mal im Eilschritt ganz wieder nach oben. Entschuldigung dafür, ach genau, hier haben wir auch noch eine sehr interessante Grafik, die ja Franz Georg eigentlich ausgegraben hat. Ups, Moment. Genau, die seht ihr auch hier, die längsten Rallyes, 3% plus Rallyes und 3% Correction. Und das seht ihr, dass wir jetzt diese 370 Tage von 1994, 95 schon übertroffen haben. Und auch das ist sehr, sehr bemerkenswert. Und ja, guckt euch gerne diese Grafik hier an. Ich lasse ihn mal einen Moment stehen. Da sieht man schon, dass die Börsenphase, in der wir aktuell sind, ausgesprochen bemerkenswert ist. Und wie ich finde, auch nicht ganz einfach zu traden. Und dann möchte ich final noch was dazu sagen, zu meinem Jahresendziel im DAX, bei dem ich ja immer gesagt hatte, 13.400. Ich war da ein bisschen zu vorsichtig. Wir sind ja 13.550 schon gelaufen. Und meine Ansicht bleibt, ich glaube, wir haben die Chance, dass wir dieses Ziel nochmal antesten. Möglicherweise dann, ja, dann wird sich zeigen, ob wir dann in Richtung Doppeltop gehen oder ob wir neue Höchststände Richtung 14.000 nächste erzielen können. Das wird auf jeden Fall kompliziert. Ich sehe das längst nicht so als Selbstläufer, wie viele in den Jahresausblicken jetzt, die wir auch besucht haben, die sagen, naja, das wird schon alles, locker. Aktien sind weiterhin günstig, das Umfeld ist gut, die Weltkonjunktur brummt. Ich bin der Meinung, Börsen nehmen viel vorweg und sie haben schon viel vorweggenommen und nächstes Jahr muss richtig liefern. 2018 muss ein Granatenjahr werden, damit wir diese
Stände am Aktienmarkt weiter halten können. Das ist meine feste Überzeugung. Und auch wenn ich in die zweite Reihe gucke, ich habe heute nochmal geschaut, einfach Marktkapitalisierung sich angucken, mal den 10-Jahres-Chart bei vielen Aktien drüberlegen und sich überlegen, gilt diese Niedrigzinsprämisse nur jetzt oder galt die vielleicht auch schon vor 3 Jahren? Und sich dann angucken, sind die Gewinne am Top oder sind sie eher in der Mitte? Und guckt euch einfach mal verschiedene Charts an, da könnt ihr so viel draus lesen. Guckt euch eine Nvidia an, guckt euch eine Wirecard an, die bei 11 Milliarden Marktcap jetzt ist. 11 Milliarden ist Wirecard wert. Guckt mal, wo sie 2009 war, guckt, wo sie 2015 war. Das gilt für etliche Aktien mehr und das hilft. Einfach mal die komplette Liste durchgucken. Wir können über Nemetschek und wie sie alle heißen, noch viel, viel weiter und noch tiefer in die zweite Reihe vorstoßen. So, und woran könnte sich diese Jahresendrallye noch manifestieren? Oder anders gesagt, woran könnte sie vielleicht scheitern, dass wir die 13.4, 13.5 doch nicht mehr anlaufen? Da würde ich punktgenau jetzt 18:15 Uhr gerne den Egmont dazu nehmen und switche mal von der Präsentation erstmal zum Egmont und sage erstmal herzlich willkommen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo Daniel. Hallo Egmont. Ja, schön, dass du dabei bist. Das ist auch ein günstiger Umstand, denn du bist Experte für ein Währungspaar, oder was heißt Experte für ein Währungspaar? Aber das ist ein Währungspaar, auf das du ganz besonders guckst. Und wir haben uns nicht so wahnsinnig abgesprochen für das Webinar, aber ich denke, dir ist es wahrscheinlich, wenn es mir schon auffällt, erst recht aufgefallen. Ich zeige mal zwei Charts, und zwar der Dollar-Yen, um den geht es. Sorry, im Trade-Hub natürlich. Um den geht es. Von September bis jetzt. Und dann nehmen wir mal den DAX dazu. Und Egmont, wenn du möchtest, kannst du damit vielleicht mal anfangen und deine Meinung zum Markt sagen. Und mich würde sehr interessieren, was du genau zu Dollar-Yen momentan meinst. Gerne. Genau, zeig doch mal bitte den Chart. Das mache ich, genau. Du spielst ja darauf an, wahrscheinlich, dass der Dollar-Yen Anfang September im Rückwärtsgang ist. Oder die vergangenen paar Tage jetzt im Rückwärtsgang ist. Ab September ging es ja damals aufwärts. Ab September ging es ja damals aufwärts bei Dollar-Yen. Als Trump ins Spiel gebracht hat, dass man die Schuldenobergrenze abschaffen sollte. Und er hat sich ja dann auch anschließend mit den oppositionellen Demokraten geeinigt, dass man quasi die zumindest aussetzen sollte bis Dezember, Mitte Dezember, 8. Dezember. Und in dem Umfeld hatten wir natürlich dann diese Hoffnung, dass es jetzt zu einer Steuerreform kommt. Und dieser Effekt hat quasi natürlich zu einem deutlichen Anstieg beim Dollar-Yen geführt. Aber ich denke, je länger die Leute sich die unterschiedlichen Vorschläge für die Steuerreform einmal auf der Seite des Repräsentantenhauses und einmal auf der anderen Seite des Senats anschauen, umso klarer wird, glaube ich, vielen Leuten, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass Trump die Steuerreform durchbringt. Und dieser Trend hat sich jetzt in den vergangenen Tagen, denke ich, deutlich verfestigt, diese Einschätzung. Und dementsprechend ist jetzt Dollar-Yen deutlich im Rückwärtsgang. Ich denke, wir haben zwei, dreimal so einen Anlauf auf die Marke 113, 114 Yen je Dollar gehabt. Das sind wir jedes Mal abgeprallt. Und jetzt geht es wieder nach unten. Ich würde eher sagen, dass es deutlich nach unten geht beim Dollar-Yen. Das hat natürlich erhebliche Auswirkungen. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich auch gerade positiv für den Goldpreis und so weiter. Und wir können jetzt all die wichtigen Facetten alle besprechen, auf das Platzen der Jamaika-Koalition eingehen, warum der DAX heute im Rückwärtsgang ist und so weiter. Alles können wir besprechen. Also ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass die Erholung des Dollar-Yen zu Ende ist. Zu Ende ist einfach, weil den Investoren dämmert. Trump wird es wohl kaum schaffen, eine Steuerreform durch den Senat zu bringen. Im Senat sind ja 100 Abgeordnete, davon 52 von den Republikanern und im Gegensatz dazu 46 von den Demokraten plus zwei unabhängige Abgeordnete. Und wenn Trump also quasi im Senat nur zwei Stimmen verlieren sollte, und im Moment deutet es sich ja eher darauf hin, dass es 4 oder 5 Stimmen verlieren könnte, dann platzt also diese Steuerreform. Und in der Form kommt, während die Fed-Chefin Janet Yellen immer weiter die Zinsen erhöht. Ich meine, für viele Investoren ist die Zinserhöhung am 13. September quasi ausgemachte Sache. Wahrscheinlichkeit ist im Moment bei, ich weiß nicht, 97, 98% laut den Fed Funds Futures. Das heißt, auf so eine hochverschuldete US-Wirtschaft, die ja 40, 50, 60 Billionen Dollar Schulden hat, da jetzt immer neue Zinserhöhungen draufzupacken. Das heißt, die Zinsen für 10-jährige US-Anleihen sind im Rückwärtsgang, so wie es die ganze Zeit vorhergesagt hatte.
Heute sind wir bei 2,34%. Ich denke, wir werden da deutlich, deutlich nach unten tendieren in den nächsten Tagen und Wochen. Und was wir auch überall lesen konnten in den guten Medien in den vergangenen paar Tagen, dass die Zinsstrukturkurve kollabiert ist in den USA, auch so wie ich es vorher gesagt hatte. Inzwischen ist der Zinsaufschlag für 10-Jährige gegenüber 2-Jährige US-Anleihen auf nur mehr 60 Basispunkte kollabiert. Und viele von Ihnen wissen ja, wann war denn der Höhepunkt quasi bei der Zinsstrukturkurve? Ja, das war wenige Tage nach dem Amtsantritt von Donald Trump damals, 20. Januar. 4, 5 Tage später war das Top bei der Zinsstrukturkurve. Da waren wir so bei 130 Basispunkten Zinsaufschlag 10-Jährige gegenüber 2-Jährige. Und seitdem, genau, vielen Dank für den Chart, seitdem geht es nur noch nach unten. Das heißt, der Anleihenmarkt signalisiert Ihnen ganz klar, die Perspektiven für die US-Wirtschaft trüben sich stark ein und entsprechend traden dann natürlich Investoren. Sie gehen vor allem, so wie sie es bei sinkenden Zinsen erwarten würden, rein in Growth-Aktien und defensive Aktien. Und genau das sehen wir jetzt stark am US-Aktienmarkt, also weiter in der Amazon, Facebook und so weiter da rein. Plus die defensiven Aktien, sei es die Versorger oder sei es Telekom oder all das. Genau dieses Szenario, das man erwarten würde in einem Umfeld sinkender Zinsen, genau das spielt sich jetzt am US-Aktienmarkt ab. Bitte Daniel, prinzipiell bin ich weiter bullish, aber das können wir weiter gerne ausführen, gerade für den US-Aktienmarkt. Bitte Daniel. Dann gebe ich dir mal ein paar Statements, Egmont, von Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. Ist ja immerhin Chefstratege und Leiter der Strategie für das Privat- und Firmenkundengeschäft. Und ich habe heute Nachmittag ein kleines Video gemacht, wo ich sagte, dass wir da heute nicht hingegangen sind, weil es in den letzten 2 Jahren meiner Ansicht nach so, ja, inhaltsleer war und auch die Prognosen waren so feige. Also es war eigentlich immer prognostisch genau das Gleiche. Man nimmt den aktuellen Kurs, sattelt exakt 10% drauf bei den Basiswerten. Das war letztes Jahr fast egal, ob Gold oder Aktienmarkt. Und jetzt rat mal, Egmont, was er nächstes Jahr für ein Kursziel beim S&P 500 aufruft. Ich sag's dir, er sagt, der S&P 500 wird im Jahr 2018 auf, Moment, 2850 Punkte steigen. Das sind Stand jetzt, du wirst es kaum glauben, ein Zuwachs von 9,9%. Mensch, wer hätte das gedacht? Die üblichen 10%. Was ich aber viel interessanter finde, Egmont, zwei Aussagen von Herrn Stephan, die ich doch diskutabel finde und oder interessant finde. Jerome Powell wird den Kurs seiner Vorgängerin Yellen beibehalten, weshalb wir weiterhin von 4 Zinsschritten 2018 ausgehen. Und für 2009 rechnet man dann nochmal mit 4 Zinsschritten. Also ich halte es mal fest, 8 Zinsschritte, 2018 und 2019, sagt Dr. Stephan von der Deutschen Bank. Ich denke, wir schreiben uns das mal auf, Egmont, irgendwo auf dem Blatt, damit wir es dann wieder rausholen können, wenn dann der 8. Zinsschritt gekommen ist. Du spürst schon eine leichte Ironie bei mir. Er sieht den Dollar wesentlich stärker, also weniger als 1,15 im ersten Halbjahr nächsten Jahres, weil es soll eine Dollarstärke geben. So, und jetzt beantwortest du, was du davon hältst. Würde mich mal interessieren. Das Bemerkenswerte ist ja, dass in den vergangenen paar Tagen auch etliche andere Banken mit ähnlich bullischen Kurszielen zum S&P 500 rausgegangen sind oder rausgekommen sind. Ich möchte mich erinnern, vor ein paar Tagen ist ja die englische Bank Barclays herausgegangen und die haben eine Studie zum gesamten Markt veröffentlicht und haben die überschrieben mit rationalem Überschwang, also in Anspielung auf diesen Irrational Exuberance, die ja damals der damalige Fed-Chef Alan Greenspan bei einer Rede im Jahr 96 gebracht hatte, der quasi vor der Übertreibung am US-Aktienmarkt gewarnt hatte, dass alles viel zu hoch bewertet sei und hat es als irrationalen Überschwang bezeichnet. Und die Analysten von der Barclays Bank haben jetzt die aktuelle Lage am aktuellen Aktienmarkt als rationalen Überschwang bezeichnet. Und das ist ja quasi ein Oxymoron, oder ich hoffe, ich habe das lateinische Wort jetzt richtig ausgesprochen, oder wenn es griechisch ist, dann mögen wir verzeihen. Moment. Das gibt es ja eigentlich, er kann es gleich gerne mal recherchieren. Das gibt's ja eigentlich gar nicht. Also Überschwang kann ja nicht rational sein. Also das ist ja ein Widerspruch, an sich, die zwei Wörter, finde ich schon bemerkenswert. Und die gleiche Überschrift hat jetzt die Tage gestern oder vorgestern Goldman Sachs gehabt zu ihrer Studie zum US-Aktienmarkt speziell, wo sie auch von rationalem Überschwang sprechen. Und die haben jetzt das Kursziel für Ende 2018 kräftig erhöht von 2500 auf, wie du selber jetzt bei der Deutschen Bank sagtest, 2850.
Vor dem Hintergrund, dass wir jetzt dieses Goldlöckchen-Szenario hätten. Die Weltwirtschaft wird wesentlich besser als erwartet laufen. Dementsprechend gute Perspektiven für die US-Unternehmen. In dem Umfeld könnte die Fed quasi ebenfalls vier Zinserhöhungen im nächsten Jahr durchführen. Und allerdings hängt die Prognose von Goldman davon ab, ob es tatsächlich zu der US-Steuerreform kommt. Wenn es zu der US-Steuerreform kommen sollte, dann wäre das Kursziel sogar noch deutlich höher. Deutlich höher. Und wenn es nicht dazu käme, dann irgendwie Kursziel 2400, wenn ich die genaue Zahl, oder 2450 so im Kopf habe, also irgendwie ein Rückgang um 4-5%. Also das ist das Szenario von Goldman. Also viele Leute haben jetzt deutlich offensive Kursziele für den S&P, betrachte ich als offensiv. Vor allem, wenn man im Hinterkopf hält, dass Goldman bislang ja zu den defensivsten oder zu den vorsichtigsten war. Das Kursziel, wie gesagt, war ja für Ende 2018 bei 2,5 und wir sind ja im Moment schon bei 2,6. Also die waren sehr, sehr defensiv und sehr verhalten und jetzt werden die plötzlich auch ganz bullisch. Was ich auf jeden Fall klar sagen möchte, ich bezweifle es natürlich, dass es im nächsten Jahr 4 Zinserhöhungen gibt. Ich denke, dass es erstmal weitergehen wird mit den Zinserhöhungen. Jerome Powell wird ja am 4. Februar 2018 übernehmen. Er wird zumindest bei der Erhöhung im März oder er wird die Zinsen meiner Meinung nach bei der Sitzung im März erhöhen. Einfach weil er erstmal andeuten muss, dass er den Yellens Weg weitergehen wird. Also er wird so schnell nicht reagieren können. Nur das Problem ist, ich hatte es Ihnen ja vorhin gesagt, die Zinsstrukturkurve ist kollabiert quasi. Wir haben nur noch 60 Basispunkte. Und jetzt spekulieren ja schon viele Investoren, Sie können ja in den verschiedenen Publikationen nachlesen, wie schnell passiert es, dass die US-Zinsstrukturkurve invers wird. Invers. Und in den vergangenen 50 Jahren von 7 Rezessionen, die wir in den USA hatten, gab es vorher 7-mal eine inverse Zinsstrukturkurve. Also eine inverse Zinsstrukturkurve, wo quasi die Zinsen für zweijährige Anleihen quasi höher wären plötzlich höher wären als für 10-jährige. Also ein ganz schlechtes Warnsignal für die US-Wirtschaft, deutet auf eine starke Abkühlung hin. Und die ersten Experten sagen jetzt, dass es bereits Mitte 2018 der Fall sein könnte. Ich gehe auch davon aus, dass es vielleicht schon April, Mai so sein könnte. Wenn die Fed nochmal die Leitzinsen um 25 Basispunkte erhöht, werden die Zinsen für 10-jährige Anleihen sinken. Dann werden wir relativ schnell da Richtung inverse Zinsstrukturkurve sein und dann wird es die Leute nervös machen. Auf der anderen Seite möchte ich nochmal ganz klar darauf hinweisen, üblicherweise dauert es zwischen der inversen Zinsstrukturkurve und dem Zeitpunkt, wo die Rezession dann in den USA kommt, mindestens ein Jahr oder 1,5 Jahre. So lange warnt die Zinsstrukturkurve, oder warnt der Anleihenmarkt, die Fed was zu unternehmen, aber sie hören halt nicht immer. Deswegen bin ich weiterhin ganz klar bullish für den US-Aktienmarkt. Vor dem Szenario, die Zinsen sinken. Ich denke, noch deutlich nach unten in den nächsten Wochen bei den 10-Jährigen, relativ schnell unter die 2,3. Also das, was die Investoren am Jahresende immer vorhersagen, wir kriegen einen Zinsanstieg um 100 Basispunkte bei den 10-Jährigen, so auf 3,0 bis 3,5%. Mitte 2016 waren wir bei 2,5%. Viele von Ihnen wissen das ja. Also das bezweifle ich weiterhin ganz klar. Es gibt keinen Zinsanstieg in den USA. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das in dem Jahr vorhergesagt habe oder prognostiziert habe. Man kann auf eine so hoch verschuldete Wirtschaft keine Zinserhöhung draufpacken, ohne dass sie sofort abbremst, sofort abgewürgt wird, so wie ich es vorhergesagt hatte. Also ich bezweifle, dass es im nächsten Jahr 4 Zinserhöhungen gibt. Ich gehe allerdings davon aus, dass Powell erstmal weitermachen wird oder erstmal so anfangen wird. Aber ich denke, er wird relativ schnell, spätestens zur Jahresmitte, wird es ihm dämmern. Okay, Zinsstrukturkurve ist invers. Warnung, und dann wird er bremsen. Aber wie gesagt, erst einmal bin ich positiv. Sinkende Zinsen ist positiv für den Aktienmarkt. Zwar ist die Dividendenrendite für den S&P 500 jetzt auf 1,95% gesunken, auf Basis der Dividendenzahlung für die nächsten 12 Monate. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen 1,95% Dividendenrendite beim S&P 500 und 2,3% für die 10-jährige US-Anleihe, dann sagen sich viele Leute ganz klar, dann bleibe ich am Aktienmarkt drin, solange ich Jahr für Jahr dann schönen Gewinn mache. Und das ist denn ihr Szenario. Und vor dem Hintergrund bleibe ich weiterhin bullish für die US-Wirtschaft, obwohl es deutliche Signale gibt für eine deutliche Abkühlung der US-Wirtschaft. Bitte, Daniel. Also ich bleibe bullish, entschuldige, für den Aktienmarkt, nicht für die S-Wirtschaft. Für die S-Wirtschaft bleibe ich weiterhin sehr skeptisch, entschuldige, ich bleibe bullish für den Aktienmarkt, aber sehr skeptisch für die US-Wirtschaft, falls ich mich versprochen haben sollte. Entschuldigung, bitte, Daniel. Macht gar nichts. Ich wollte dir noch zeigen, Egmont, und zwar, vielleicht muss ich hier nochmal refreshen, das mache ich mal gerade. Ich wollte eigentlich den Chart von Goldman Sachs mal zeigen, Egmont. Da sieht man nämlich auch sehr schön,
dass es eben auch nicht alle Aktien sind, die dieses Jahr diese Rallye in den USA mittragen. Und wir hatten es ja am Anfang des Jahres skizziert und gesagt, naja, das war jetzt eine Bankenrallye erstmal, dank Trump. Und die Goldmänner zum Beispiel waren ja wahnsinnig nach oben geschossen. Leider kriege ich das große Chartbild jetzt hier nicht hin. Dann sage ich es auf jeden Fall mal. Wir waren jetzt mal in Euro gesprochen, ja am Jahresanfang schon auf 240 Euro bei der Goldman-Aktie, sind jetzt noch bei 200, während der Dow Jones am Allzeithoch notiert. Also da sieht man die großen US-Banken, ganz klare Underperformer dieses Jahr am Markt. Und das hat eben auch, vielleicht kannst du noch ein paar Worte dazu sagen, natürlich auch mit der Zinsstrukturkurve zusammen, hängt damit zusammen. Und das Gleiche haben wir ja auch in Deutschland. Wenn man sich mal die Aktie der Deutschen Bank anguckt, hinkt dem DAX dieses Jahr mal wieder hinterher und gehört einfach nicht zu den Top-Performern, während der Index an sich wegläuft und natürlich auch die zweite Reihe massiv weggelaufen ist. Genau, ja, du hast es selber gesagt, Goldman hängt natürlich nicht so sehr an der Zinsstruktur, weil sie natürlich vor allem Investmentbanking leben und denen ihr Problem ist natürlich, aber auch richtig, weil sie ja jetzt keine reine Investmentbank mehr sind. Hast du und sie haben natürlich die niedrige Wohler als Problem. Das ist natürlich für eine Investmentbank auch relativ blöd. Genau, das ist natürlich ein Problem, dass die Wohler am Anleihenmarkt kollabiert ist, dass die Wohler am Aktienmarkt quasi am Rekordtief ist beim S&P 500, beim VIX, da sind wir quasi wieder bei 10. Und in dem Umfeld hast du natürlich kaum Trading, wenig Trading. Und im vergangenen Quartal, im Q3, ist ja das Handelsgeschäft der Banken, also sprich jetzt Anleihen, Aktien, Währung, Rohstoffe und so weiter, im Durchschnitt bei den großen 4-5 Instituten um 15% gegenüber Vorjahr gesunken. Und das ist natürlich ein Umfeld, das schon auf die Aktienkurse drückt. Insgesamt muss man natürlich sagen, viele Banken verdienen schon ordentlich Geld in den USA, einfach weil doch die Zinsen, wie gesagt, für die 10-Jährigen bei 2,35% sind, während wir in Deutschland bei 0,35% sind. Also die Lage oder der Gewinn vieler Banken in den USA ist natürlich schon meilenweit von den Schranken weg, da beißt auch die Maus keinen Faden ab. Bei der Deutschen Bank hat sich jetzt die Stimmung zuletzt etwas gebessert, wenn wir von dem vielleicht kurz auch noch sprechen wollen, indem jetzt einfach der US-Investor Cerberus da eingestiegen ist, einen 3% Anteil gekauft hat. Und jetzt spekulieren natürlich viele Investoren auf einen Zusammenschluss quasi, Zusammenschluss mit der Commerzbank oder eine Übernahme der Commerzbank vielmehr durch die Deutsche Bank. Halte ich für ziemlich unwahrscheinlich, weil einfach die Institute erstmal ihre Restrukturierung vorantreiben müssen, die Kosten senken und all die Probleme erstmal beseitigen müssen. Das gibt also halte ich für unwahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz führt es zu einer Verbesserung der Stimmung. Und da sehen einfach die Leute über die Probleme der Deutschen Bank erstmal zumindest kurzfristig hinweg. Wie gesagt, das Wachstum, wann wird das Geschäft der Deutschen Bank wieder wachsen? Im vergangenen Quartal ist der Anleihenhandel um 30% kollabiert gegenüber dem Vorjahr. Und die Analysten sagen für das Gesamtjahr, für den Konzern so ein Umsatzrückgang oder ein Rückgang der Erträge so um 7 oder 8% voraus. Also was kann John Crine tun, um die Bank wieder auf Wachstumskurs zurückzubringen? Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich unklar, wie er das machen will. Und auf der anderen Seite wissen ja auch viele von Ihnen, der Aktienkurs der Deutschen Bank hängt ja sehr stark an der Entwicklung der 10-jährigen Bundesanleihe, weil es natürlich auch in einer gewissen Form die Zinsstrukturkurve widerspiegelt. Und wenn es so kommt, wie ich erwarte, dass die Zinsen für 10-jährige US-Anleihen weiter sinken, dann zieht es natürlich auch die Zinsen für Bundesanleihen nach unten und dann hat die Aktie der Deutschen Bank natürlich auch Gegenwind. Nur auf der anderen Seite, wie gesagt, merke ich, dass sich die Stimmung für die Aktie deutlich verbessert hat und sie ist natürlich mit einem KGV von 11 oder 12 natürlich nicht günstig, in keinster Weise günstig mit einer sehr schwachen Profitabilität. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sagen die Analysten so eine Eigenkapitalrendite für dieses Jahr so vielleicht von 2 oder 3% vorher. Also eine absolut minimale Eigenkapital. Aber die Stimmung hat sich etwas verbessert, denke ich, bei der Deutschen Bank. Und deswegen denke ich, dass der Anstieg auch noch etwas weitergehen könnte. Aber wie gesagt, es hängt natürlich stark davon ab, wie geht es bei den 10-jährigen Anleihen weiter? Wenn die deutlich nach unten abschmieren sollten, dann bekommt natürlich gerade die Aktie der Deutschen Bank Gegenwind, weil sie hängt halt auch stark dran. Bitte, Daniel. Ja, danke, Egmont, für die Analysen. Vielleicht so ein bisschen zum Markt. Eine Frage will ich vielleicht mal aufgreifen, hatte ich einem Zuhörer versprochen auf der WOT, der heute auch dabei ist. Der hatte mir die Frage gestellt, naja, der Markt ist jetzt so bei 13.000 und ihm macht ein bisschen Sorgen, dass im Gegensatz zu den USA in Deutschland die Marktbreite schon etwas, ihm nicht mehr so gut gefällt. Wir haben die Siemens zuletzt unter Druck gehabt. Wir haben
auch eine Bayer unter Druck gehabt und das hat eben den Markt dann auch nicht mehr gestützt. In den USA haben wir die Situation, dass natürlich die großen Jungs alle noch richtig stark laufen. Wir können uns vielleicht mal welche angucken. Übrigens, soweit ich weiß, morgen kein Handel, Freitag verkürzter Handel, wenn mich nicht alles täuscht. Thanksgiving und so Gott will, wird uns Trump nicht mit einem gefakten Truthahn von irgendeiner irgendeinem US-Stützpunkt begrüßen. Das hatten wir ja auch schon mal bei George W. Bush. Aber auf alle Fälle die Amerikaner im Kaufrausch und wir können ja hier mal schauen, genau, Amazon schon vorgenommen, wenn man will, 1150 Dollar, die Aktie brummt ohne Ende und ja, sie macht nach hinten nochmal einen Extrasprung, wenn man so will. Ich meine, guckt es euch an hier, haben korrigiert bis 925 so und dann ja, kamen die Zahlen und auch seitdem geht es beständig weiter aufwärts. Und mal ganz kurz zur Einordnung, wenn man sich das hier anguckt, seit diesem Ausverkauf, als der DAX bei 9000 war, da war die Amazon Pi mal Daumen bei 500, die hat sich mal eben verdoppelt seitdem. Also man kann auch mit den großen Jungs, selbst im fortgeschrittenen Unternehmenszyklus, richtig Geld verdienen, wenn man beherzt zugreift. Das haben wir in den Staaten gesehen. Wir gucken uns eine Apple an, die ihre jüngste Korrektur auch schon wieder beendet hat. Da wird ja das Weihnachtsgeschäft jetzt schon gespielt, das sehen wir hier ganz gut, so bei 175 US-Dollar und auch hier zu sehen, ja, nennt es einfach Rekordhoch, der eine Dollar mehr oder weniger, der macht den Bock nicht fett, aber das vergleichen wir jetzt mal eben mit Deutschland. Ich hatte gezeigt, der Aufschwung, der seit 1. Januar wurde wesentlich getragen, Siemens, Bayer, SAP, BASF und eine Aktie habe ich noch vergessen, aber auf die werde ich auch später noch, die wird mir noch einfallen. Das waren die fünf großen, zumindest in absoluten Punkten, die verantwortlich waren für den DAX-Aufschwung. Jetzt sehen wir zum Beispiel eine Bayer, sieht dann doch anders aus als eine Amazon. Also merklich im Rückwärtsgang seit Mitte Oktober von 120 auf 108. Wir gucken uns mal die, achso genau, ich glaube, ich hatte die Allianz vergessen. Ich glaube, die war auch noch mit bei. Gucken uns mal die BASF noch an, vom Chart sieht auch ja okay aus, aber auch nicht mehr so überragend. Ihr seht hier den Tageschart und hier, sorry, das ist ein bisschen zu lang, die Darstellung, da sieht man es ganz gut. Also auch nicht mehr ganz am Top Egmont. Wie siehst du Marktbreiten in Europa und USA im Vergleich? Ja, ich denke, da haben wir eine ähnliche, fast schon ähnliche Entwicklung. Ich denke, auch in den USA hat sich die Marktbreite etwas verschlechtert. Also auch die, wenn man zum Beispiel schaut, die Anzahl der Aktien oder der Anteil der Aktien aus dem S&P 500, die oberhalb, was weiß ich, der 50-Tage-Linie oder 100-Tage-Linie notieren oder so, auch diese Werte hatten sich zwischenzeitlich etwas verschlechtert. Zuletzt ist es etwas auch wieder aufwärts gegangen, aber wie gesagt, das Umfeld für die USA halte ich weiterhin für gut, weil einfach bei weitem nicht so viele Zykliker im S&P 500 sind wie im DAX. Wir drehen uns da oft im Kreis. Aber jetzt gerade heute, wenn ich mir anschaue, was kann eigentlich der Grund für den deutlichen Kursrückgang beim DAX sein? Ich habe einfach mal so ein bisschen überall rumgeblättert, rumgelesen. Ein starker Euro auch zum Beispiel, ne? Ein Anstieg des Euro ein Anstieg des Euro um 0,5% und auf der Gegenseite haben wir einen Rückgang des DAX um 1,5%. Also das ist dann schon ein deutlich, meiner Meinung nach, deutlich zu starker Rückgang. Wie gesagt, ich denke eher auf die Stimmung drückt die sinkenden Zinsen in den USA. Wenn man sich dann heute wieder anschaut, 14.30 Uhr die jüngsten Daten aus den USA, Auftragseingänge langlebiger Gebrauchsgüter, wo der Markt, der US-Anleihenmarkt, sehr schlechter darauf reagiert, die Zinsen sinken deutlich und wir haben jetzt diese Wachstumssorgen ein bisschen aus den USA. Und ich denke eher, dass das durchschlägt, die sinkenden Zinsen. Ich denke, das ist nicht mal so sehr der steigende Euro. Gestern hat der steigende Euro oder der starke Euro auch niemanden gestört. Insgesamt fand ich es bemerkenswert, dass der DAX das Thema, dass die Koalitionsverhandlung Jamaika gescheitert ist, so schnell weggesteckt hat. Aber ich möchte nochmal daran erinnern, dass er die politischen Ereignisse in den vergangenen Jahren immer schneller weggesteckt hat. Er hat den Brexit innerhalb weniger Wochen verkraftet. Er hat den Wahlsieg von Donald Trump innerhalb weniger Tage verkraftet. Ja, bitte. Ich sage Stunden, Egmont. Wir haben ja das Live-Webinar damals nachts gemacht und man musste was sagen. 2 Stunden hat er gebraucht.
Genau, und diesmal war es ja, der DAX war im Endeffekt 1,5 Stunden im Minus am Montag, wenn ich nochmal dran erinnern darf, 1,5 Stunden im Minus und danach ist er schon nach oben gedreht, weil danach sucht man natürlich irgendwelche Gründe, weil fundamental hat sich natürlich der Ausblick für den DAX etwas verschlechtert, weil es natürlich Unsicherheit gibt bezüglich der weiteren Wirtschaftsentwicklung und so weiter. Und nichtsdestotrotz, die Investoren haben in den vergangenen Jahren einfach gelernt, kauf einfach jeden Kursrückschlag und damit machst du Performance. Und die reagieren quasi wie so ein pavlovscher Hund. Einfach rein, kleiner Kursrückgang, sofort rein, damit machst du Performance. Und ich denke auch, dass der aktuelle Kursrückgang beim DAX nicht von, hatte ich auch letzte Woche schon mal gesagt, ich denke einfach, wir haben ein Umfeld, die Weltwirtschaft ist besser als erwartet, egal welche Daten Sie anschauen, die heutigen Daten zur Produktion Stahl, weltweiten Stahlproduktion im Oktober, Wachstum irgendwie 5,96% gegenüber dem Vorjahr. Natürlich sind es immer die jüngsten Daten über den vergangenen Monat oder so und die Börse spielt die Zukunft, das weiß ich auch, aber sie zeigen einfach, dass die Weltwirtschaft deutlich besser ist als erwartet. Allerdings haben die Investoren jetzt zum Beispiel die Sorge, die in den vergangenen Tagen aufgekommen ist, wo die Meldung aus China kam, dass sie die Regulierung jetzt deutlich vorantreiben wollen und in dem Umfeld jetzt Privatanleger, gerade Privatanleger, es deutlich schwerer haben sollen, an diese Vermögensverwaltungsprodukte ranzukommen. Also wo quasi eine gewisse Mindestverzinsung, Mindestrendite garantiert wird von den Banken und viele Anleger gar nicht wissen, was sie da eigentlich kaufen und so weiter. Und dieser Markt ist in den vergangenen, seit der 2008er weltweiten Schuldenkrise, hat sich ja im Endeffekt verzehnfacht. Damals waren wir so umgerechnet 3, 4, 5 Billionen Yen. Inzwischen sind wir dann schon Billionen Renminbi, Entschuldigung, Renminbi. Und inzwischen sind wir da bei 20 oder 30. Also ein exponentielles Wachstum in einem Markt, hochriskanten Markt mit irgendwelchen Vermögensverwaltungsprodukten, wo niemand weiß, was dahinter steht. Und wenn jetzt die Regierung da quasi dagegen geht, gegen dieses Schattenbankensystem, gegen all das, und es nicht mehr so leicht ist, Kredite zu vergeben, neue Schulden zu machen und so weiter, dann bremst das natürlich die Wirtschaft. Und diese Meldung hatten wir in den vergangenen 2, 3 Tagen. Und in so einem Fall, wenn dann plötzlich die Leute anfangen zu verkaufen, dann ist das natürlich ein guter Grund. Aber insgesamt, was passiert denn? Wir können jetzt natürlich noch eine Korrektur haben, die kann vielleicht noch 2, 3% weitergehen, keine Ahnung. Kann durchaus noch passieren. Und dann schauen wieder die Anleger, ja, wo stehen die 10-jährige Bundesanleihe? Okay, was weiß ich, 0,35%, vielleicht sogar nur noch 0,30%. Und die Dividendenrendite des DAX ist bei 2,8 oder 3,0%. Was mache ich denn dann mit meinem Geld? Und es hat sich jetzt von der wirtschaftlichen Perspektive hat sich jetzt nicht so viel verändert. Dass du als Aktienmarkt extrem hoch bewertet, extrem überbewertet, haben wir oft debattiert. Zuletzt hatte ich es nochmal gesagt, der DAX, KGV vom DAX, 0,714 auf Basis der 2018er Schätzung. Das ist 20% über dem Schnitt der vergangenen 10 Jahre. Ja, aber wie soll es denn auch sein in einem Umfeld, wo die EZB 60 Milliarden pro Monat, 60 Milliarden netto pro Monat druckt? Ja, da gehen halt die Leute in Aktien rein. Natürlich halbiert die EZB jetzt ihr Anleihenkaufvolumen ab am Anfang Januar auf 30 Milliarden netto. Ich sage ja immer netto, weil sie auch noch die alten auslaufenden Anleihen reinvestiert und es sind so 11, 10,8, 11 Milliarden Euro pro Monat. Das heißt, die EZB kauft weiterhin so ungefähr 41 Milliarden pro Monat. Und in dem Umfeld wird es meiner Meinung nach weiterhin zu keinen steigenden Zinsen, also bei Bundesanleihen kommen, wird es meiner Meinung nach nicht kommen. Vielmehr werden die eher nach unten tendieren, wenn die US-Zinsen sinken. Und in dem Umfeld kann ich dann sagen, okay, es geht noch 2, 3% abwärts. Heute sehen wir jetzt wieder mal gerade die Zykliker werden etwas verkauft, so wie man es erwartet würde bei sinkenden Zinsen. Und dann gehe ich halt raus und dann nehme ich halt bei Gewinn mit bei so einer Aktie wie Infineon oder VW oder die in den vergangenen Tagen halt wahnsinnig stark gestiegen sind an so einem Tag wie heute, dann nehme ich natürlich bei dem Gewinn mit. Aber insgesamt denke ich jetzt gerade, das Umfeld gerade für eine VW, wenn ich mal anschaue, so wie wir es letztes Mal auch besprochen, die Stimmung für eine VW hat sich deutlich verbessert, weil einfach die Nachrichten bei VW jetzt besser werden, wieder die guten Zahlen für das Q3, plus sie machen deutlich, ja, wir gehen jetzt mit Volldampf in den Bereich Elektromobilität rein und so weiter. Das China-Geschäft läuft auch noch ganz gut. Also die Nachrichten für VW werden ganz gut. Zudem haben sie jetzt die Prognose für 2020 in den vergangenen Tagen Umsatz und Gewinn etwas angehoben. Das heißt, die Nachricht gut, ein Analyst nach den anderen erhöht sein Kursziel, die Gewinnschätzung steigen und das Umfeld ist besser. Plus, wie gesagt, die Autoaktien gehören weiterhin zu den 3 günstigst bewerteten Aktien oder 4 günstigst bewerteten Aktien im DAX, sind wir so KGV 6, 7 oder 8. Je nachdem, VW natürlich viel niedriger als bei Daimler und BMW. Und in so einem Umfeld, wo sich die ersten Investoren, ich meine, wir haben jetzt Jahreszeit, würde ich fast schon sagen, wo die dem Window Dressing, also Anfang
spätestens Anfang Dezember fange ich damit an, die Aktien, die im Jahresverlauf gut gekauft sind, gelaufen sind, zu kaufen, um die am Jahresende, meinem Jahresabschluss präsentieren zu können. Und in dem Umfeld kaufen natürlich die Investoren teilweise sogar die Nachzügler oder die Underperformer diesen Jahres, wie wir sie gehabt haben, weil sie einfach schon spekulieren, dass die im nächsten Jahr auf die Überholspur wechseln. Und in dem Umfeld niedrig bewertete Aktien in einem Umfeld, wo gerade die Konjunktur in Europa besser läuft, in der Eurozone besser läuft als erwartet, für viele von den Unternehmen ist ja Europa der wichtigste Markt weiterhin, denke ich gerade, dass die Party bei so einem, gerade bei Daimler und bei VW weiterlaufen könnte. BMW natürlich etwas zurückbleiben nach den etwas enttäuschenden, denke ich, Zahlen fürs Q3, gerade im Autogeschäft, operative Marge etwas schwächer als erwartet und so weiter. Also BMW hat ein bisschen Probleme, aber gerade Daimler und VW können wir vorstellen, weiter im Modus nach oben. Und vielleicht kurz noch zum Jamaika, dass da jetzt mal Ruhe ist ein paar Tage. RWE, Aktie deutlich in Schwung gekommen, oder der Aufwärtstrend hat sich beschleunigt und ich denke auch da geht es weiter. Wir haben einen deutlichen Anstieg bei den Strompreisen, einfach weil die Industrieproduktion in der Eurozone stark ist, gut läuft, steigende Strompreise und so weiter und natürlich die Unternehmen senken weiter die Kosten, das heißt ja leider Mitarbeiterabbau. Leider ist halt so, aber wie gesagt, in dem Umfeld denke ich, ist die Stimmung für die Versorgeraktien, RWE und so weiter gut, zumal wir auch weiterhin das Thema Übernahmefantasie haben. Fortum will ja die E.ON-Tochter Uniper kaufen, zu 22 Euro die Aktie. Natürlich nicht so schön wie E.ON, wenn Uniper an der Börse fast 24 kostet, aber okay, ist erstmal dahingestellt. Plus natürlich überlegt auch RWE, wie kann ich meine Tochter Innogy, den Teil, den ich noch habe, zumindest teilweise verkaufen und so weiter. Das heißt, die Stimmung in dem Sektor ist schon gut. Aktie laufen gut. Seit der Jahresanfang natürlich, also ich 40, 50, 60% plus, muss weitergehen. Bitte Daniel. Ja, danke, Egmund. Eine Nachfrage hätte ich noch, und zwar zu den Nachzüglern. Was hältst du von ProSieben? Mir gefällt der Chartverlauf in den letzten Tagen recht gut. Schwache Zahlen gehabt, aber dann Bodenbildung. Der Chef wird ausgetauscht. Er hat ja vorher erstmal das, was man grundsätzlich machen sollte, als Chef seine Kunden beleidigt und gesagt, eigentlich der durchschnittliche ProSieben-Sat.1-Zuschauer sitzt eher auf der Couch und mümmelt Chips und trinkt Bier. Das mag durchaus richtig sein. Ist halt die Frage immer, ob man das so laut sagt. Aber nichtsdestotrotz, mir gefällt die Aktie eigentlich ganz gut von ihrer jüngsten probierten Bodenbildung, so will ich es mal nennen. Was meinst du fundamental zu einem Wert wie Pro7 Sat 1? Du hast ja mal was gesagt zu einer Aktie in UK, glaube ich, Stichwort Richtung Werbemittel und Werbemarkt. Da würde mich deine Einschätzung interessieren. Gerne. Bei Pro7 bleibe ich weiterhin skeptisch. Ich sehe einfach nicht, wo es zu dieser Trendwende im Geschäft von Pro7 kommen soll. Ja, ich denke einfach, die Leute verbringen mehr Zeit im Internet und so weiter und dementsprechend ich weiß selber, dass die Wirtschaft in Deutschland brummt, glaube ich, wie selten zuvor. Aber nichtsdestotrotz halten sich halt die Kunden teilweise mit Werbung im Fernsehen zurück, weil halt die Leute vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Fernsehen wie früher oder während sie Fernsehen sich mit etwas anderem beschäftigen. Das wird ja bei dir und bei mir vielleicht nicht anders sein. Und vor dem Hintergrund, ich halte die Erholung jetzt, die wir da gesehen haben, eine minimale Erholung, denke ich, für eine technische Erholung. Ich denke, die wird nicht von Dauer sein, einfach weil das Geschäft weiterhin schwächelt. Und wie gesagt, man muss jetzt einfach mal sehen, wie es mit den Gewinnschätzungen und so weitergeht. Aber die sind natürlich auch schön auf Talfahrt. Ich habe jetzt gar nicht so das KGV von der Pro7 im Kopf, muss ich gestehen. Kann ich aber mal schnell schauen. Aber ich denke nicht, dass die wirklich, wirklich günstig sind. Und also gut, schaue ich mal, wo die Pro7 ist. KGV 10,8 auf Basis, gedacht 10,8 auf Basis der 2018er Schätzung, hätte das KGV höher geschätzt. Aber wir haben natürlich jetzt schon einen deutlichen Kursrückgang gehabt. Und jetzt gucke ich mal, naja, Gewinnanstieg so 4-5% für nächstes Jahr vorhergesagt. Halte ich auch noch für zu hoch. Also ich bin weiterhin skeptisch. Bitte Daniel. Okay, ja, interessante Einschätzung zu Pro7. Danke auf jeden Fall. Vielleicht sagen wir doch noch ein paar Worte zu Jamaika beziehungsweise zu den Auswirkungen. Denn was ich sehr bemerkenswert fand, meine erste Idee am Montag früh war ja, oder ich habe mir das ja bis Sonntagabend bis um 2 Uhr angeguckt, weil ja, ich finde das ja immer primär auch sehr spannend, wie dann die einzelnen Akteure agieren und das leicht arrogante Grinsen von Jürgen Trittin
zu sehen gegen das etwas anders geratende Grinsen von Christian Lindner. Das ist auch aus Beobachtungssicht immer recht spannend. Dazu hat Julia Klöckner den gleichen Sprachfehler wie ich. Wir kommen ja aus der ähnlichen Region und wenn sie Kanzlerin werden will, dann sollte sie unbedingt sich an nicht angewöhnen und nicht immer nett sagen. Damit wird sie nicht durchkommen, glaube ich. Aber zu Jamaika, mein erster Gedanke Montag früh war, naja, eigentlich müssten wir jetzt den griechischen Aktienmarkt long gehen und den Euro short, eben weil der Euro driftete dann ja auch erstmal nach unten ab, eben weil du natürlich keine FDP im Finanzministerium sitzen hast. Das heißt, der Druck möglicherweise in der Eurozone durch den FDP-Finanzminister fällt etwas geringer aus. Den Südländern fällt es dann doch leichter möglicherweise ihre Wünsche und Sorgen und Nöten durchzudrücken. Mario Draghi macht eh Notenbankpolitik für die Italiener, wie letzte Woche JP Morgan so schön formuliert hat, als ich bei denen war. Die sagt sogar, die Notenbank ist ausschließlich, Politik ausschließlich an Italien ausgerichtet. Portugal, Spanien laufen da als Kollateral mit, aber eigentlich geht es ausschließlich um seine Heimat. Ja, so hat JP Morgan das formuliert. Das stimmt ja im Grunde auch, hast du ja auch schon ganz oft betont, Egmont. Aber was ich interessant finde, ist, dass der Euro. Was ich interessant finde, Egmont, ist, dass der Euro trotzdem jetzt so eine Stärke zeigt und eigentlich diese Jamaika-Regierungskrise überhaupt nicht berücksichtigt, obwohl Deutschland das stärkste Land in der Eurozone ist wirtschaftlich und ja, eben da ja ein Vakuum ist. Man weiß ja im Grunde auch gar nicht, welchen Druck macht jetzt die Europäische Union? Normalerweise Macron kann mit einem schwachen Euro, glaube ich, sehr gut leben, weil er weiß auch um die Probleme von Frankreich und er braucht für Frankreich eigentlich einen schwachen Euro oder bräuchte einen schwachen Euro und eine laxe Notenbankpolitik, könnte das auch verbal sogar noch ein bisschen unterstützen, was Draghi macht. Ja, und gleichzeitig in diese Position der Schwäche rein ist der Euro doch stark. Wie passt das aus deiner Sicht zusammen? Spielen wir momentan wieder einfach nur schwache Wirtschaft? USA, ist das das Einzige, was das Währungspaar bewegt? Da gab es ja die Tage einen schönen Bericht. Ich weiß gar nicht, wo der war. Ich glaube, im Wall Street Journal, wo ich das gelesen habe, die mal aufgezeigt haben, dass die Entwicklung Dollar-Euro gar nicht mehr so stark wie früher an den Zinsen hängt. Also gerade an dem Zinsaufschlag für zweijährige US-Anleihen gegenüber den zweijährigen deutschen Anleihen, sondern dass das stark in Richtung zehnjährige Anleihen gegangen ist, weil in dem Umfeld natürlich immer mehr Investoren auf die langen Anleihen gegangen sind. Ich denke, dass der Euro-Dollar nach unten gezogen wird durch das Paar Dollar-Yen. Der Dollar-Yen schmiert nach unten ab. Ich hatte es erklärt, wir haben jetzt so zwei, dreimal versucht, so diesen Ausbruch nach oben, sind wieder quasi an der 114er Marke abgeprallt. Szenario hatte ich aufgezeigt. Gerade meiner Meinung nach ist der Grund, dass die Zinsstrukturkurve in den USA kollabiert. So hatte ich es immer benannt und so ist es auch gekommen. Zinsstrukturkurve kollabiert, das heißt, es zieht den Dollar nach unten. Wenn die Zinsen in den USA sinken für 10-jährige US-Anleihen, fließt natürlich weniger Kapital dort rein. Das heißt, es zieht den Dollar nach unten und es zieht ihn nicht nur gegenüber dem Yen nach unten, gegenüber dem Euro nach unten. Und wie gesagt, die Leute wissen einfach, die Perspektiven für die US-Wirtschaft trüben sich deutlich ein. Also ich kann nur jedem raten, der tradet, die Zinsstrukturkurve in den USA jeden Tag im Auge zu behalten. Ich schaue sie mir jeden Tag mehrmals an, einfach aus Gewohnheit. Und Sie haben ja das Bild vorhin bei Daniel vorhin gesehen, über das können Sie es natürlich auch selber anschauen. Und vor dem Hintergrund gehe ich davon aus, wie gesagt, dass Dollar-Yen deutlich nachgibt. Und vor dem Hintergrund denke ich auch, dass der Euro eher zur Stärke neigen wird, weil die Konjunktur in Europa gut läuft, während die Zinsen in den USA unter Druck sind und sich die Perspektiven eintrüben. Also ich denke, wir könnten da durchaus mal einen Start Richtung Jahreshoch beim Euro ansetzen, so bei 1,20 knapp drüber. Ich denke, dahin könnte man laufen. Und wenn er dann natürlich nach oben ausbricht, dann, du weißt ja, ich als Trendfolger, ne? The trend is your friend, so wie es am Aktienmarkt auch immer sagt, dann denke ich, warum soll die Party nicht weitergehen? Man muss natürlich immer genau beobachten, was sagt jetzt Trump? Er könnte ja irgendwas aus dem Hut zaubern, keine Ahnung, wie er das schaffen sollte, dass plötzlich irgendwie zwei Abgeordnete sagen, die Steuerreform gefällt mir zwar nicht, Abgeordnete aus dem Senat, aber ich stimme trotzdem zu, aus welchem Grund auch immer. Und Trump muss jetzt irgendwie einen Erfolg langsam vorweisen oder langsam Erfolg vorbereiten, weil es sind ja wieder im November 2018 die Midterm-Elections, also die Wahlen für den Senat.
wo ich glaube 33 oder 34 Sitze wieder ausgetauscht werden, also neu zu vergeben sind. Also er muss jetzt irgendwas machen. Aber ich bezweifle sehr, dass er das durchbringt. Und wie gesagt, mein Szenario zu den Zinsen und so weiter hatte ich Ihnen aufgezeigt. Und das wissen Sie. Und wie gesagt, wenn es so kommt, wie ich erwarte, dass einfach die Zinsen jetzt gerade auch in Deutschland weiter sinken sollen, dann könnte die Korrektur beim DAX zwar noch etwas weitergehen, indem wir gerade bei den Aktien, die zuletzt gut gelaufen sind, etwas Gewinne mitnehmen. Aber ich sehe jetzt irgendwie keine große, was weiß ich, jetzt mehr als 10% oder dass es gar Richtung Bärenmarkt geht, dass man also einen Kursrückgang um 20% gegenüber der Marke von 13.500 hätte. Also das sehe ich absolut nicht in einem Nullzinsumfeld in der Eurozone mit Strafzinsen von minus 0,4%. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bitte, Daniel. Ja, Egmont, ich muss sagen, meine Lieblingsgrafik ist die hier unten links. Und ich glaube, wenn man sich die mal ein bisschen länger betrachtet, dann kann man da sehr viel draus lesen und vielleicht auch eine Einschätzung kriegen für die Jahre 2018, 19 oder 2020. Wir haben auch bei uns auf dem Portal gerade von extern, von einer großen Fondsgesellschaft, glaube ich, auch mal so eine 5-Jahres-Szenario abgebildet mit wahrscheinlich, also für das ein oder andere Szenario. Und wenn man sich das mal anguckt, hier unten links, die Wertpapierkäufe der Zentralbanken in Milliarden US-Dollar, das sind ja alle drei Großen im Wesentlichen drinne. Und wenn alle, ja, mindestens die drei Großen. Und wenn man sich das mal anguckt, dann sieht man ja, 2009 ging es im Grunde schon direkt los, dann hat man eine kleine Delle gesehen und dann zog die EZB ja richtig nach und hat dem Ganzen nochmal so einen richtigen Drive gegeben. Und jetzt sind wir eben genau an diesem Wendepunkt, wo es darum geht, na, wie stark wird dieses Gesamtvolumen zurückgefahren? Und wenn das einträfe, so will ich es mal sagen, was diese gestrichelte Linie von JP Morgan ausmacht, und wir wirklich 2020 da sind, dass so viel Geld vom Tisch genommen wurde, wie da abgetragen ist, dann halte ich dagegen, Egmont, und dann prognostiziere ich, dass eine riesige Prozentzahl dessen, was wir am Aktienmarkt an Gewinnen in den letzten, ja, 8 Jahren hingelegt haben, wieder eingesammelt wird. Ich glaube nicht, dass wir so einen Crash kriegen wie 2000. Da hatte ich mal auf der WOT und auch hier vorgerechnet, wenn man prozentual das abziehen würde von den 13,5, dann wären wir bei 4000 im DAX. Würde man den Crash von 2008/2009 zugrunde legen, wären wir bei ungefähr 7000 Punkten. Und wenn wir nur diese gut 25-prozentige Korrektur vom 2015, 2016 nehmen würden, dann wären wir ungefähr bei 9000. Und dass wir eine solche Korrektur innerhalb der nächsten Jahre sehen, ist für mich eigentlich nicht eine Frage des Ob, sondern nur eine Frage des Wann. Eine 25% Korrektur braucht dieser Markt. Mittelfristig bin ich vollkommen überzeugt von. Die Frage ist, ob man dann von 13,5 oder 14 25% kippt oder ob man erst noch 2000, 3000 Punkte draufsattelt. Das ist die einzige Frage meiner Ansicht nach. Und deswegen bleibe ich auch dabei, Absicherungen im Depot müssen immer drin sein. Denn eins darf man ja nicht vergessen, nach all der Logik, die gepredigt wird in den letzten Wochen und Monaten, ich höre ja immer wieder, dieses Mal ist alles anders. Und es wird ja immer alles mit niedrigen Zinsen begründet und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich eine andere Zinslandschaft hatte, aber die Zinslandschaft war Anfang 2016 nicht wesentlich anders als jetzt. Wir hatten genauso Nullzinsen in der Eurozone, wie wir sie jetzt haben, mit einem Unterschied. Wir hatten massive Sorgen um die Wirtschaft in China und um das, was in Asien passiert. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass uns das wieder begegnet in den nächsten 2 Jahren. Dass es wieder ein heftiger Sorgenfall kommt in Sachen Weltkonjunktur, ob aus Japan, ob aus China oder Indien oder aus den USA, lassen wir dahingestellt sein. Das ist schwer zu prognostizieren. China gibt bestimmt ein paar Indikationen, dass es so sein könnte. Aber dann hat der Markt absolut ein Potenzial, um 20-25% zu korrigieren. Das wäre meiner Ansicht nach nicht mal ein Crash, wenn wir auf, sagen wir mal, 9,5 runterfallen. Mein Gott, dann sind wir da, wo wir letztes Jahr im Frühling waren. Na und? Also klingt jetzt ein bisschen flapsig, aber man sollte sich das auch einfach mal in diesen Zahlen vor Augen führen, damit man sich selber auch wenigstens im Hinterkopf vorbereiten kann und sagt, naja, was ist denn überhaupt eine Korrektur, was ist ein Crash, damit man das mal wieder einordnet. Ich habe letzte Woche sogar gelesen oder vorletzte, als der DAX da auf 13.000 gefallen ist, da stand bei NTV schon irgendwas von deutliche Korrektur und ich dachte so, deutliche Korrektur, Jungs, wir reden hier über 3%, das ist nix, das ist mal einmal ausgeatmet, das haben wir 2008, 2009 an einem halben Handelstag mal eben gemacht, prozentual. Also deswegen mein Rat, beachtet die Absicherungsseite, immer wieder auch vielleicht was
mal teilabsichern und sich immer auch genau angucken, wie viel Geld wird eben vom Tisch genommen. Und damit, Egmont, das ist mein letzter Satz dann für heute Abend, du hast das Schlusswort dann. Mein letzter Eingang auf diese Grafik hier links unten. Sollte es so kommen, sehe ich wirklich ein bitteres Szenario mittelfristig für die Märkte. Ich glaube aber nicht, dass es so kommt, sondern ich glaube, dass diese graue Linie viel früher stoppt und die Notenbanken dann mit ihren Zinserhöhungsszenarien aufhören, weil sie merken, wir können das in dem Maße gar nicht durchhalten, sonst fliegt uns alles um die Ohren. Egmont, was meinst du zu dieser grauen gestrichelten Linie zum Abschluss? Genau. Wie du ja schreibst, handelt sich um die G4-Notenbanken, also um die führenden vier Notenbanken der Welt, also USA, Eurozone, Japan plus die britische Notenbank. Ich denke auch nicht, dass es zu so einem starken Rückgang gibt. Im Moment drucken ja die Notenbanken so meiner Rechnung nach knapp 2 Billionen Dollar umgerechnet pro Jahr. Ich denke, dass es auch nicht so weit runtergehen wird, weil einfach die Notenbanker viel früher reagieren werden als früher. Sie wissen, sie haben die größte Blase aller Zeiten aufgeblasen, sei es am US-Aktienmarkt, bei den US-Anleihen, in der Eurozone. Ebenfalls gigantische Blase am Anleihenmarkt, enorm hoch bewerteter Aktienmarkt und so weiter. Und die können einfach nicht zulassen. Sie haben uns ja die ganze Zeit weiß gemacht, dass über diesen Vermögenseffekt, dass also die Leute mehr Vermögen in ihrem Depot haben und deswegen mehr konsumieren, gerade die Reichen quasi. Und es tröpfelt dann irgendwie durch nach unten zur Mittelschicht und zu den Armen. Und dadurch haben wir quasi eine Konjunktur, einen Konjunkturaufschwung. Wenn das so käme und das alles kollabieren würde, dann hätten wir über die Krise am Finanzmarkt, hätten wir sofort eine schwere Rezession, nicht nur in den USA, Europa und so weiter. Das heißt, die Notenbanken können das einfach nicht mehr so zulassen wie früher, dass das alles kollabiert, weil dann hätten etliche Institute enorme Probleme und so weiter. Und das können die Notenbanken meiner Meinung nach nicht zulassen und deswegen bin ich da auch nicht so, oder habe ich da eigentlich nicht so große Sorgen. Ich denke einfach, wie gesagt, man muss einfach sehen, wie entwickeln sich die Zinsen weiter. Szenario hatte ich Ihnen aufgezeigt, was positiv ist, dann meiner Meinung nach eigentlich positiv ist für den Aktienmarkt. Heute wird man sich natürlich heute Abend nochmal das FED-Protokoll, die Mitschrift der US-Notenbank-Sitzung ganz genau anschauen. Ich denke, da wird Yellen einmal mehr signalisieren, wir werden jetzt im Dezember die Zinsen erhöhen und danach wird alles gut. Und umso bemerkenswerter finde ich, dass gerade der Goldpreis in dem Umfeld gestiegen ist. Hängt natürlich stark am Dollar-Yen. Dollar-Yen, wenn der Dollar im Rückwärtsgang ist, dann ist natürlich Goldpreis auf dem Weg nach oben. Das war mein Schlusswort für heute. Bitte, Daniel. Ja, dann habe ich doch noch einen Satz hinterher, und zwar Positionierung im Wohler-Strategie-Portfolio. Ja, ich bin wieder ein bisschen long. Ich hätte ehrlich gesagt meine Position so wie geplant auch durchgehalten, aber man muss ja da ein bisschen auf den Drawdown achten. Deswegen musste ich etwas verringern, wenn es jetzt wirklich nur mein Portfolio gewesen wäre, quasi hätte ich da keine Rücksicht drauf genommen, aber so habe ich es getan. Vielleicht, wenn man auf die Vola guckt, das ist das, was ein bisschen stört. Normalerweise würde ich sagen, wenn man sich anguckt, wo der US-Markt ist und wo der DAX ist, eigentlich hat der DAX Nachholbedarf, gerade auf kurze Sicht jetzt zu den US-Indizes, weil wir haben einfach neue Allzeithochs da gesehen. Der DAX hat es nicht nachgezogen. Etwas blöde, dass wir im VDAX New schon wieder so Richtung 12 unterwegs waren. Zum Glück jetzt wieder nachbörslich 13,5. Das ist wenigstens nicht der Tiefpunkt der letzten Monate. Der war ja bei den von mir angesprochenen 10,48. Also auch die Vola würde hergeben, dass wir jetzt nochmal gemütlich da nach oben ziehen. Und ja, je nachdem, wie das Protokoll ausfällt und vor allen Dingen wie morgen und übermorgen auch die wahrscheinlich sehr umsatzschwachen Handelstage verlaufen, könnten wir da durchaus nochmal Richtung eben diese 13,4 bis Jahresende 13,5 laufen. Morgen und übermorgen gar nicht so unwichtig, einfach deshalb, weil an so umsatzschwachen Tagen man ganz gut sieht, wo will denn der ein oder andere den Markt hinziehen. Also das ist doch recht aussagekräftig dann immer. Also unbedingt auf den DAX achten und ansonsten, ja, wir hören uns. Ich sag mal so, spätestens in 3 Wochen. Ich habe jetzt, glaube ich, 2,5 Jahre jeden Mittwoch 18 Uhr Finanzmarktrunde gemacht. Ich glaube sogar fast 3 Jahre in unterschiedlicher Konstellation. Aber ich glaube, das erste Mal werde ich mich in den nächsten 2 Wochen vielleicht von Benji und plus Sidekick beziehungsweise Benji plus Egmont oder Franz Georg dann vertreten lassen und bin danach wieder da. Vielleicht halte ich es auch nicht durch und schalte mich doch ein. Aber ich hatte mir mal vorgenommen, 2 Wochen mal
zu pausieren. Aber nichtsdestotrotz, jeden Mittwoch Finanzmarktrunde findet auf alle Fälle statt und vielleicht kommt ja ein bisschen, bisschen Leben dann rein, wenn weniger Wohler angesagt ist und mehr andere Themen. Insofern, vielen Dank fürs Zuhören heute Abend und wer zu spät eingeschaltet hat, dem bestraft nicht das Leben, sondern dem belohnt Ayondos Seite und da die Funktion Wissen und vergangene Webinare, da könnt ihr euch alles nochmal anhören. Dankeschön und vielen Dank, Egmont, nach Würzburg. Gerne. Schönen Abend allerseits.